Ja, irgendwie ist da was schiefgelaufen. Also ich hatte ja schon vor kurzem das Problem gehabt, dass 3 Folgen verschwunden sind. Und jetzt musste ich meinen Rechner ja neu machen wegen dieser Virengeschichte. Und als ich dann die Daten von der Steam Cloud wieder runtergeladen habe, waren wir wieder hier. Also die ganze Sache mit den Wölfen ist gar nicht passiert. Wir sind jetzt nicht auf der Kanincheninsel. Mussten da gar nicht erst hinlaufen. Das ist alles sehr skurril. Ja, machen wir also so weiter wie bisher. Was war letztes Mal eigentlich genau passiert? Also die Wölfe kamen am 57. Tag irgendwie so rum. Und dann mussten wir ja fliehen. Das heißt, was machen wir jetzt anders? Wir können ja nicht viel anders machen. Wir könnten schneller unsere Rüstung anziehen und dann ein bisschen draufkloppen, aber das war's dann auch. Na gut, wir sammeln erstmal ein wenig Ressourcen. Aber ja, ich finde das sehr irritierend, weil ich hatte ja eigentlich die 3 Folgen jetzt aufgenommen, nachdem die 3 Folgen verschwunden waren. Euch da alles erklärt, was in der Zwischenzeit passiert war und so weiter. Und dann geschlossen das Programm ganz normal, dann werden die Sachen normalerweise mit Steam synchronisiert. Und dann habe ich wegen den Viren den ganzen Rechner platt gemacht, alles neu installiert und jetzt sind wir wieder hier. Das ist echt alles komisch. Aber na gut, ich hoffe, das wird nicht wieder vorkommen. So schnell wollte ich mir keine Viren wieder einfangen. Aber das sagt sich immer so leicht. Da will man mal für Master of Orion 2 einen Sprachpatch runterladen und zack, alles vorbei. Aber na gut. Davon lassen wir uns nicht beirren. Wir bauen jetzt die Farm hier weiter aus. Wir wollten demnächst auch noch einen Trip runter machen, wieder zum Stein. Zu den Augen. Und wo ich gerade die Uhrzeit so im Blick habe, wir könnten doch einfach mal erstmal was essen. Und wir könnten doch einfach mal die Spinneneier nehmen. Die Spinneneier nehmen, genau. Und ein bisschen Krimskrams hier lassen, sagen wir mal. Wir sollten auf jeden Fall was zu essen mitnehmen. Das sollten wir schnell kochen. Und dann laufen wir mit den Spinneneiern runter zum Sumpf und platzieren die da. Und laufen natürlich gleich wieder weg. Aber ich wollte gucken, ob es denn funktioniert, dass die Spinneneier irgendwie die Tentakel von uns fernhalten. Das war ja mal so ein Gerücht gewesen. So, ein bisschen Platz auch noch machen. Dann haben wir immer noch Platz für das ganze Gras oder die Seile. Genau, die Seile können da rein. Essen haben wir da. Die Falle können wir wieder aufstellen. Die Falle können wir auch aufstellen. So, jetzt sollten wir auch schnell los, bevor es wieder dunkel wird. Also ganz schnell Richtung Schweinekönig, der jetzt alleine da im Dunkeln sitzt. Oh, und die Miner Cap sollte ich noch mitnehmen, nur für den Fall, dass irgendwas passiert. Aber das mit den Wölfen alle 7 Tage ist... ich hatte ja zuerst gedacht, das ist viel zu langweilig, weil nur alle 7 Tage was passiert. Aber wenn das wirklich jede Nacht so wäre, dann würde man richtig schnell sterben. Ich meine, ihr habt das ja in der letzten Folge... Wo kommst du denn her, Schweinchen? Ihr habt das ja in der letzten Folge gesehen. Das waren ja auch nur 3 oder 4 Wölfe und die haben uns ganz schön zersäbelt. Ah, was ist in den Patch dazu gekommen noch? Diese Bienenfalle. Aber mit dem letzten Patch kamen ja die ganzen Vögel, die Wölfe und Bienen. Obwohl wir die Bienen halt noch nicht wirklich gesehen haben. Aber auch eine Bienenmine. Und vielleicht könnte man mit den Bienenminen dann sich gegen die Wölfe einigermaßen gut verteidigen. Und mit diesem Blasrohr. Das konnten wir noch nicht herstellen, weil irgendwas fehlte. Wahrscheinlich können wir jetzt gar nicht nachgucken, was fehlt, weil wir keine Automaten dabei in der Nähe haben. Waffen? Doch da. Uns fehlte, genau, ein Biestinger. Das heißt, wir brauchen eine Biene, um was gegen die Wölfe zu machen, um dann was herstellen zu können, was später... ja. Wir haben auf jeden Fall noch jede Menge zu erforschen. Das ist das Wichtigste. So, da ist der Schweinekönig gewesen. Der soll uns erstmal nicht interessieren. Wir wollen gleich weiter huschen. Du kommst mit. Wir wollen gleich weiter huschen nach unten. Auch wenn ich jetzt so die Uhr sehe, werden wir das nicht mehr vor der Dunkelheit schaffen. Ah doch, wir können ganz kurz da unten mal ein, zwei R setzen. Im Muffel haben wir immer noch unseren Mining Cap.
Was immer noch bei 11% ist. Hm. Ja, okay. Ja, es wird dunkel. Du hast aber auch noch eine Fackel im Inventar, das passt schon. Also wir setzen jetzt hier einfach mal so ein Ei hin. Und laufen weg. Und morgen früh, wenn es wieder einigermaßen sicher ist und die Spinnen wieder im Ei verkrochen sind, laufen wir wieder runter und gucken, ob dann im Umkreis von dem Ei Tentakel aus dem Boden kommen. Wenn nicht, setzen wir einfach ein neues Spinnenei ungefähr in die Richtung von der Steininsel. Also wir machen uns dann hier gerade durch oder hier außen rum, wo auch immer, einen Weg aus Spinneneiern zu der Insel. Stimmt, die habe ich ganz vergessen mit den Bienenstöcken. Bienenstöcke. Was können wir damit machen? Wir müssen hier an diesen Stinger rankommen, also müssen wir wahrscheinlich die Bienen irgendwie provozieren. Das an sich sehe ich noch nicht so problematisch an. Also provozieren könnten wir wahrscheinlich einfach mit einer Fackel oder mit einem Speer einmal gegenschlagen, irgendwas in der Richtung. Aber mit den Spinnen dann auch klarkommen, das wird eher das Problem sein. Weil mit einem Speer auf eine Horde Bienen losgehen, stelle ich mir nicht so effektiv vor. Müssen wir dann gucken. So, wir können noch, während wir hier warten, ein paar Seile herstellen. Einfach nur so unser Inventar ein wenig zu straffen. Dann kannst du nämlich darauf. Und die können wir mal rösten, um mehr Lebenspunkte zu bekommen. Denn wir haben uns ja immer noch nicht erholt. Also nicht jetzt von dem Angriff der Wölfe, die uns auf die Kanicheninsel getrieben hat, sondern von dem Angriff der Wölfe, als wir mit den Schweinen bei den Spinneneiern waren. Einmal zurücktauschen bitte. So. Und 80 Lebenspunkte. Das ist doch schon mal okay. Genau, diese Bienenmine meine ich. Wir brauchen 4 Bienen, also anscheinend lebendige Bienen, wie auch immer wir lebendige Bienen bekommen. Ein Brett, ein Flint. Also ich denke mal, dass die Bienen eine erneuerbare Ressource sind und die Bretter und Flint sind ja leicht zu besorgen. Also wenn wir Zugang zur Steininsel haben. Ja, gut. Das heißt, eigene Bienen aufstellen. Können wir irgendwo einen Bienenkorb setzen? Ja, eine Bienenbox. Braucht 2 Bretter, ein Honig. Was heißt Kuhn? Das ist halt so ein Stück Honigwabe. Genau, Honigwabe. Das klingt nicht schlecht. Und nochmal 4 Bienen. Und dann werden hoffentlich, ähnlich wie bei den Schweinen, jeden Tag neue davon produziert. Das wäre echt praktisch. Dann würden wir davon so 5 bis 10 Boxen aufstellen und könnten dann jeden Tag neue Minen auf den Boden legen. Bis dann die Woche irgendwann rum ist, die Wölfe kommen, dann sterben sie alle an den Minen und wir können weitermachen wie bisher. Das klingt nach einem Plan. Nur halt erstmal rausfinden, wie wir ans ganze Zeug rankommen. Vielleicht mit dem Käfernetz. Damit konnten wir ja die Fireflies anfangen. Aber Bienen mit einem Netz einfangen? Doch. Also wenn wir Fireflies erwischen, dürften wir auch eine Biene erwischen. Aber gut, jetzt Konzentration. Sind schon mal keine Spinnen da. Da ist ein Tentakel. Okay, ich setze jetzt da so ein Ei hin. Der Tentakel kommt trotzdem raus, aber der bleibt immer an derselben Stelle. Oder auch nicht. Ah, es sind 2. Okay. Und da war schon ein Spinnenei und trotzdem ist was daneben. Nö. Also die Theorie mit den Spinneneiern, die dann wohl die Tentakel abschrecken, scheint nicht zu funktionieren. Aber wir können mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt die Spinnen provozieren. Ob die von den Tentakel angegriffen werden. Ja. Werden sie. Das ist doch mal praktisch. Oh ja, trotzdem viel zu gefährlich hier. So viel dazu. Wo wir schon mal hier sind, wollen wir kurz durchhuschen und ein paar Steine holen. Was sagen die Ressourcen? Wir haben fast nichts zu essen. Ah doch, wir haben das. Wir haben Holz. Ja komm, dann laufen wir einmal kurz durch. Wir haben... Oh, und eine Tentakelfetzen. Wir haben aber keine Pickaxe. Die können wir uns aber herstellen. Ja, okay. Ja, mal wieder nicht ordentlich vorbereitet. Aber was soll's. Aber echt schade, dass was nicht geklappt hat mit den Eiern.
Aber ich denke mal, wenn ich einfach nur vorsichtig genug bin, was zur Hölle? Überall liegen tote Tiere rum. Aber ja, wenn ich vorsichtig genug bin, dann müssten wir hier auch ohne Probleme durchkommen. Und wir haben hier immer noch die Fleischstatue, falls irgendwas schief geht. So, da ist so ein doofer Frosch. Da spawnen wieder unter uns überall Tentakel. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, wie die funktionieren. Also für mich sah es eben gerade so aus, als wenn der Tentakel immer an einem Punkt ist. Und sobald man in die Nähe kommt, kommt er halt raus. Genau so. Und dass die Tentakel sich gar nicht bewegen, sondern nur, dass es ganz viele sind. Das heißt, wenn die nicht respawnen, könnte man theoretisch alle Tentakel nach und nach umbringen. Und könnte dann so einen Weg... Wir sind vollkommen falsch, oder? Nee. Oh ja, dann könnten wir so einen Weg bahnen durch den Dschungel. Auch wenn ich das für ziemlich abwegig halte, dass wir alle Tentakel auf dem Weg einfach umbringen können, ohne dass sie respawnen. Aber kommt mit auf die Liste, die wir an Dingen, die man ausprobieren könnte. So, jetzt hier schnell rüber zu der Bieneninsel. Die Uhrzeit sieht noch okay aus. Essen sieht okay aus. Inventarplatz sieht nicht okay aus. Aber wir wollen ja eh nur Stein und Flint sammeln. Und vielleicht ein, zwei von diesen Rieseneiern, weil die ganz gut für die Forschung waren. So. Hier haben wir noch ein altes Lagerfeuer. Sehr schön. Bienen. Wir werden eh gleich ganz lange laufen müssen darüber. Also hau ich mal so eine Bienenbarbe an und guck, was passiert. Es kommen sinnigerweise Bienen. Wollte nicht auf so einer Blume Platz nehmen. Nö. Eine fliegt zurück. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, 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 oh. Ich wollte eigentlich gerne ein, zwei von euch haben. Und es sah gerade so aus, wenn sie sich hinlegen würden. So, stopp, 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 stopp. Ihr zwei da. Wo wollt ihr hin? Ah. Hahaha. Ha, ha. Und da ist auch schon eine Honigwabe. Ah, sind die schwer zu treffen. So, Honig. Ah, das ist Honig und keine Honigwabe. Aber ein Stinger. Sehr schön. Gutes Fleisch essen. Und weiterlaufen. Hülalü. Also den Stinger haben wir jetzt für das Blasrohr. Das können wir dann basteln, wenn wir zu Hause sind. Und den Honig bräuchten wir für das Bienenhaus, den Bienenstock. Und dafür brauchen wir auch vier lebende Bienen. Ah, ich hätte echt mal das Netz mitnehmen sollen. Können wir das Netz ganz schnell bauen irgendwie? Sehe ich hier nicht bei den Werkzeugen. Nee, bräuchte ich eine Forschungsmaschine für. Schade, schade. Na gut, aber ich denke mal, wir werden noch oft genug hier vorbeikommen. Wir könnten auch einen Hammer bauen und versuchen, mit dem Hammer die Bienenstöcke abzureißen. Das werden die bestimmt nicht mögen, aber ein Versuch ist es wert. So, wir sind schon mal hier. Da können wir gleich zum Lager flitzen. Ein bisschen Kohle raufschmeißen, beziehungsweise Holz. Und in der Nacht vielleicht noch ein bisschen Steine kloppen. Je nachdem, wie nah dran das Lagerfeuer war. Ich glaube, wir hatten schon alles in der Nähe abgeforscht. Oh, 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 ganz ruhig. Warum, was machst du da? Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Das sollst du anziehen, Junge. Nein. Stopp. Sehr schön, es funktioniert. Zack, und wir brechen da wirklich raus. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. So, wir haben jetzt plötzlich Tag? Tag 57. Nein, das war der Tag, wo die Wölfe kamen. Und wir haben keine Ausrüstung mehr. Ja, das allererste, was wir machen sollten, ein neues Ding davon bauen. Wir brauchen dazu gutes Fleisch, was wir nicht haben. Wir brauchen Barthaare. Und wir brauchen... Oh, wir müssen jetzt so viel neu produzieren. Aber das mit dem Auge, das war echt komisch. Die haben uns vorher nie angegriffen. Das hatte so ein rotes Auge auch und nicht so ein weißes. Das ist irgendwie... Na gut. Oh, wir haben gar keinen Flint mehr.
Haben wir hier was gesichert? Ja, ach, Gott sei Dank. Das wäre echt nicht gut gewesen. Sonst hätten wir zu der Steininsel zurück müssen, um da denn die Sachen zu bauen. Ja, ich wollte jetzt was machen. Ich wollte gucken, was wir für die Fleischstatue brauchen, genau. Wir brauchen 4 Bretter und 4 gutes Fleisch. Okay. Erstmal den ganzen Dünger hier aufsammeln, die ganzen Sachen von der Farm runternehmen, denn wir brauchen auch jede Menge Essen. Oh ja, nicht schön, dass wir gestorben sind, aber schön, dass wir gestorben sind. Weil so haben wir jetzt rausgefunden, dass die Statue wirklich funktioniert, dass wir dann hier spawnen, dass ein neuer Tag angebrochen wird, also wir nicht mitten in der Nacht irgendwo hier im Lager auftauchen, um gleich wieder zu sterben. Das ist schon mal sehr praktisch. So, wie viel Prozent hat der Speer noch? 3. Besser als nichts, aber es wird nur ein Schlag sein. Beeren können wir auch gleich sammeln. Eigentlich brauche ich jetzt gutes Fleisch. Das heißt, du kommst mal mit. Ja, aber es reicht nur für einen Schlag. Habe ich doch gerade eben erst gesagt. Gerogon, was machst du da? Okay, anders. Wenn du das isst, kommst du dann auch mit? Nein, du machst nur einen Haufen. Spinnen. Helft mir bitte. Ich brauche ganz viel Schweinefleisch. Ihr sollt Schweine töten, nicht mich töten. So war das nicht geplant. Jetzt essen wir das Monsterfleisch und... Nee. So nicht. Das heißt, wir müssen erstmal einen ordentlichen Speer bauen. Wofür wir ein Seil und 2 Stöcke noch brauchen. Seile hatten wir hier. Stöcke haben wir dabei. Haben wir nicht dabei. Natürlich nicht, wir haben alles verloren. So, Speer. Den anderen Speer schmeißen wir wieder auf den Boden, weil wir ihn nicht brauchen. So. Du kommst mal mit, du kommst mit, kommt alles mit. So, Schweinchen, folgt mir mal nach unten. Ganz unauffällig. Ich liebe Freund. Ja, tut mir leid. Die stehen jetzt nicht mehr so nah bei uns dran. Die laufen immer irgendwie weg. Ich weiß nicht warum. Also es wurde heute was gehotfixt. Keiner wusste bisher, was es war. Und ich glaube, ich weiß es. Die Schweine bleiben nicht mehr neben uns stehen. Also können sie nicht mehr einfach so... Ah, doch. Wir können sie nicht mehr so leicht angreifen. Aber das kriegen wir schon hin. So, das war Schwein Nummer 1. Wir brauchen jetzt aber noch anderes Fleisch, um die anzulocken. Wir haben kein anderes Fleisch mehr. Aber wir können das Amulett tragen. Das Käfernetz nehmen wir... Käfernetz nehmen wir auch mal mit. Inventar ist schon total zugemüllt. Du kommst da rein. Hier kommen die da rein. Beeren werden wir gleich feuern. Und oh, wir brauchen ganz schnell noch eine Axt. Mit auch nur 3%. Wir brauchen eine Gold-Axt. Haben wir noch Gold? Jo, haben wir. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Da. Gold-Axt. Sehr schön. Gold wieder zurück, weil wir keinen Platz haben. Bretter können auch erstmal wieder rein. Und neues Fleisch. Sehr schön. Aber es wird schon wieder dunkel. Schnell. Holz, 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 Holz. Das sind alles so billige Bäume. Na gut. Hilft nichts. Denn halt die billigen Bäume, die nur 1, 2 Holzblöcke bringen. 1, 2. Und wir müssen auch gleich unbedingt was essen. Nahrung sieht gar nicht gut aus. 4 Holz, ja, das müsste für die Nacht reichen. 2, 3, 4. Das wird bitte einmal gekocht. Und verputzt. Das wird bitte gekocht und nicht gegessen. Genau. 1, 2. Essen ist schon mal wieder in Ordnung. Du wirst auch gekocht, aber nicht gegessen. Du bist nämlich für die Statue da. Und das macht die Spinne da.
So, Samen kommen auch wieder mit. Wir brauchen mehr Fallen, um mehr Fleisch zu bekommen, um mehr Schweine anzulocken, um mehr besseres Fleisch zu bekommen. Du kommst bitte da rein. Einen neuen Rucksack brauchen wir auch. Was braucht der Rucksack? 4 Gras, 4 Stöckchen. Gras können wir schnell sammeln. Stöckchen haben wir, glaube ich, auch noch südlich der Basis. Und falls sich jemand fragt, warum die Folge inzwischen so lange ist, das gehört mit zu meinem 1500 Abo-Special. Da habe ich ja in jedem aktuellen Projekt jetzt vor, eine längere Folge zu drehen. Die dann meinetwegen eine halbe Stunde dauert statt einer Viertelstunde. Aber es sind ja auch nur noch 8 Minuten oder was, dann ist die Folge hier auch vorbei. So viel macht das also nicht. Aber so als kleines Dankeschön dachte ich mir, ist das keine schlechte Idee. Beziehungsweise es war eine Idee von einem Zuschauer. Warum können wir hier keine Bäume pflanzen? Also es scheint sehr viel geändert worden zu sein. Auch dieser Kleinkram mit den Sätzen von Gegenständen. Was mir gerade auffällt, hier hatten wir eine neue Farm gesetzt. Die ist jetzt nicht mehr da, weil der Speicherstand komischerweise auf Steam nicht hochgeladen wurde. Aber den konnten wir auch nicht direkt daneben setzen. Sondern musste jetzt einen größeren Abstand machen. Das soll wohl dazu dienen, dass man jetzt keine Mauern mehr aus Bäumen bauen kann, um die Gegner fernzuhalten. Wahrscheinlich, damit die Wölfe auch wirklich eine Bedrohung darstellen und man sich einfach einbunkern kann. Das wäre natürlich dann richtig feige gewesen. Einmal so eine Mauer drumherum, nur einen ganz schmalen Eingang und den vollgefüllt mit diesen Bienenminen. So, du einmal kochen. So. Euch können wir auch gleich kochen. Nein, nicht essen, du. Oh, schon fast voll. Ja, okay, dann wirst du mal... Ah, und den Kochtopf haben wir auch nicht. Mensch, da ist ganz schön was verloren gegangen. Ich hätte echt gerne Speicherstände auf der Festplatte. Aber na gut. Wir wollen jetzt eigentlich ein neues Schwein anlocken, aber ich habe das Fleisch gegessen, statt zu verfüttern. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ein wenig Holz hacken. Bei Bäumen, die etwas größer sind, genau. So, und dann können wir gleich mal gucken, ob wir ein bisschen Kohle bekommen. Wir sollten noch mehr Dünger sammeln, um die neue Farm zu bauen. Wir haben echt tierisch viel zu tun. Außerdem bin ich mir auch nicht sicher, ob unsere Gegenstände jetzt alle bei der Leiche liegen oder nicht. Aber das können wir demnächst gucken. Erstmal brauchen wir eine neue Rüstung, wir brauchen den Rucksack. Und dann könnten wir eigentlich schon wieder lostigern, nachdem wir eine neue Fleischstatue aufgestellt haben natürlich. Da sollten wir echt nichts riskieren. Obwohl wir immer noch nicht wissen, wie genau das Amulett funktioniert. Also die Fleischstatue hat uns ja dahin teleportiert, wo die Fleischstatue stand, nach dem Tod. Aber das Amulett hat keinen solchen Bezugspunkt. Vielleicht stehen wir einfach nur da wieder auf, wo wir gerade gestorben sind, was absolut schwachsinnig wäre. Denn dann würden wir einfach gleich wieder umgebracht werden. Ja. Sollten wir irgendwann auch mal testen. Aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir erstmal die Sicherheit der Fleischstatue wieder haben. Uns ausrüsten und unser Zeug zurückholen. Und dann das, was wir eigentlich vorhatten, nämlich die Steine holen. So, die Bärenbüsche müssen auch neu gedüngt werden. Die Spinnenseide können wir gleich mal einsacken. Und wir haben keinen Platz mehr. Ja, wir brauchen definitiv den Rucksack. So, wir haben nicht genug Stöckchen für den Rucksack. Aber gleich. 1, 2, 3, Rucksack. So, Spinnenseide kommt mit. Ganz viel neues Gras kommt mit. Keine Schweinchen aus Versehen angreifen. Nö. Und haben wir noch Holz für die Nacht? 12 Stück, ja, das muss reichen. So, ich sammle nochmal extra mehr Gras und mehr Stöcke, damit wir noch ein paar mehr Fallen aufstellen können für das richtige Fleisch. Damit wir euch hier erwischen. So. Stöckchen. Wie viel braucht man dafür? Eine Falle. Zwei Stöcke. Das heißt, wir haben jetzt wie viele Stöcke? 4.
Nehmen wir den da und den da unten noch mit. Und dann müssten wir genau für 3 Fallen haben. Das reicht dann hoffentlich, um bis morgen 1-2 Stücken Fleisch zusammen zu bekommen. Um die Schweine anzulocken, umzubringen und dann das Fleisch zu bekommen. Aber, boah, es ist sehr viel zu tun. Und dabei wollte ich doch eigentlich nur ein paar Steine holen gehen. Nur mal ganz kurz durch den Sumpf und nur mal ganz kurz zu den riesigen Augen. Dann ist einer von den Deppen aggressiv. Ja. Na gut. Muss irgendwas gepflanzt werden. Ja, alle. Das ist nicht gut. Haben wir genug Ressourcen für eine Speedy Farm? Ja, haben wir. Und wie ihr sehen könnt, wir können sie nicht mehr so nah ranbauen wie hier früher. Das heißt, du kommst jetzt mal dahin. Auch wenn das doof aussieht. So. Dünger. Einmal, zweimal. Einmal. Zweimal. So. Eine Holzscheite können auch noch mal mit. Eine goldene Schaufel hätte ich inzwischen doch ganz gerne, um die ganzen Baumstümpfe hier rauszuholen. Also ja, es war ja eigentlich als Feuerschutzwall gedacht. Aber ich denke mal, da brauchen wir nur 1-2 Reihen davon und nicht so viel, wie wir hier schon haben. Oh, Dünger. Noch mehr Dünger. Das wäre auch schön, wenn sie das reingepatcht hätten, dass die Yaks sich irgendwie vermehren oder zumindest respawnen. Das wäre schon echt irre praktisch. So, noch mehr Gras. Und wir haben inzwischen auch Platz für die Beeren, stimmt. Die können wir noch schnell einsacken. Und morgen dann weiter Schweine rauslocken. Und ich würde ganz gerne zu den Kohlevorräten, die in der Nähe von den Spinnen im Westen waren. Zum einen, damit wir nicht mehr das ganze Holz verfeuern müssen. Und zum anderen, um den Kochtopf endlich wieder zu bauen. Ich würde schon ganz gerne mal ein bisschen weiter damit rum experimentieren. Hallo Spinne. Geh weg, Spinne. Ist die falsche Richtung zum Weggehen, Spinne. Ach, jetzt bist du zu nah dran. Komm her. Komm. Wir haben noch keine Zeit. Ach, na gut, bleib da stehen. Was soll's. Wir brauchen Licht. Jetzt kommst du, hm? Doofes Ding. Jetzt kommen alle. War so klar. Au. Das Miner Cap haben wir jetzt auch unten liegen lassen. Ich wechsle mal ganz kurz Rucksack mit Dingens hier aus. So, falls irgendwas passiert. So. Mann. So. Schnell was essen? Nein. Es wird dunkel und sie essen ihr eigenes Spinnenfleisch? Ja, du bist hungrig, aber ich weiß nicht, wo die Spinnen gerade sind und ich brauche Feuer. 1, 2, 3, 4, 5, scheiß drauf. So. Hülalü. Essen. Wir ignorieren einfach mal, dass jetzt um uns rum überall Spinnen lauern. Wir brauchen Lebenspunkte, wir brauchen Nahrung und dann einfach nur die Nacht überstehen. Speer ist in der Hand. Gutes Fleisch tue ich mal in die Kiste, bevor ich es aus Versehen irgendwann esse. Eine andere Kiste. So, und da haben wir 15 Dünger. Die kommen nochmal mit. Dann bauen wir mal noch eine. Ah, kein Holz für die Speedy Farm. Genau das meinte ich. Wir brauchen unbedingt die Kohle. Tannenzapfen können wir auch mal setzen. So, die Seile brauchten wir für eine Holzrüstung. Die sollten wir uns auch noch herstellen. Da brauchen wir noch 5 Holz für. Können schon mal die Axt in die Hand nehmen. Aber dafür brauchen wir 5 Holz. Wir brauchten... Oh, wir könnten uns einen Schlafsack bauen. Es sieht so aus, wenn die Preise verringert worden wären. Was auch Sinn macht, das war ja nur einmal zum Nutzen. Das fand ich doch ein wenig albern. Oh, und die Fallen wollten wir noch bauen. 1, 2. So. Ah, ein bisschen weiter weg sollten wir die schon hinlegen. 1, 2, 3. So, du wurdest ausgelöst. Das ist sehr schön.
Haben wir ein Fleisch zum Anlocken. Das ist nicht gerade vieles, aber wir nähern uns langsam der neuen Statue. Na gut, jetzt speichere ich hoffentlich wieder richtig ab. Doofes Team. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis gleich.